In diesem Video erklären wir Ihnen den letzten Arbeitsgang in der Abteilung Ausrüstung, das Sandphorisieren. Was ist Sandphorisieren und wie funktioniert es? Das Hauptziel beim Sandphorisieren ist es, den Längs- und Breitenschrumpf des Materials zu reduzieren, damit es nicht nachträglich beim Waschen einläuft. Der Prozess nutzt Feuchtigkeit und Hitze. Das Material wird über eine beheizte Stahlwalze und ein Gummituch geführt, während es gleichzeitig unter Druck zusammengedrückt wird. Dieser Schritt ist von entscheidender Bedeutung, da er verhindert, dass das Material später in der Waschmaschine einläuft. Durch das Sandphorisieren gewähren wir einerseits die optimale Passform unserer Produkte, andererseits dient es auch als wichtiger Schritt in der Warenkontrolle. Auf Rollen von etwa 20 Kilogramm Gewicht gewickelt, wird das sandphorisierte Material schließlich im Lager aufbewahrt und steht für den Zuschnitt bereit. Das Sandphorisieren. Ein essentieller Prozess in unserer Produktionsabteilung, der uns hilft, hochwertige und maßgeschneiderte Endprodukte zu liefern. 100% Qualität. 100% Made in Germany. Trigema.